Ich habe mir die Frage gestellt, ob es möglich ist, Frauen im Alltag kennenzulernen. Also habe ich mich auf den Weg gemacht und in den letzten Monaten und Jahren unzählige Frauen angesprochen und kennengelernt, um dir heute sagen zu können, Frauen kennenzulernen ist ganz einfach. Und ich habe herausgefunden, was das Allerwichtigste dabei ist, nämlich den ersten Schritt zu machen. Vielleicht schwirren in deinem Kopf so Gedanken rum wie, ja, aber was soll ich denn zu ihr sagen oder was muss ich denn machen, um die Telefonnummer zu bekommen? Doch das ist gar nicht erstmal so relevant. Die wichtigste Frage, die du dir stellen solltest, ist, will ich Frauen kennenlernen? Und wenn die Antwort ja ist, dann warum zur Hölle bin ich noch nicht zu ihr hingegangen, wenn sie mir gefällt? Also der wichtigste Schritt ist, einfach zu machen und loszulegen. Du musst nicht wissen, was hinter der Tür ist. Wichtig ist erstmal, dass du durch die Tür durchgehst. Wenn du nie zu einer Frau hingehst, die dir gefällt, ist das Ergebnis klar. Du wirst nie jemanden kennenlernen. Nie. Punkt. Eines Tages wirst du alt sein und dann kommt der Gedanke, hätte ich mal. Die eine Sache, die erfolgreiche Männer im Dating von den Männern unterscheidet, die keine Frauen kennenlernen, ist, die einen wagen den ersten Schritt völlig unabhängig vom Ergebnis, schmeißen sich einfach rein. Die anderen machen nie etwas und bekommen auch nichts. Die Frage ist also klar, willst du jemand sein, der sich die ganze Zeit darüber beschwert, warum bei ihm nichts läuft, oder möchtest du der sein, der einfach macht und loslegt? Und hier kommt der Punkt, dadurch, dass du den ersten Schritt machst, dadurch, dass du auf die Frau zugehst, egal ob du schüchtern oder vielleicht ein bisschen unsicher rüberkommst, werden dir das die Frauen hoch anrechnen, weil sie denken, boah, krass, endlich mal ein Typ, der auf mich zugeht. Endlich mal ein Typ, der die Eier hat, mich anzusprechen. Weil die meisten machen das heute gar nicht. Natürlich wirst du auch mal einen Korb bekommen. Natürlich wirst du auch mal Frauen kennenlernen, die kein Interesse haben. Das gehört dazu, das ist ganz normal. Aber hier gilt nach wie vor der alte Spruch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und es wird auch Frauen geben, die einen Freund haben. Leider nein, ich bin leider vergeben. Sorry, ich habe leider einen Freund, es tut mir leid. So what, ich sitze hier, ich bin nicht gestorben. Auch das gehört einfach dazu. Und hier noch etwas, was ich gelernt habe. Richte deinen Fokus auf das Gespräch, sodass etwas Schönes entstehen kann. Und wenn du nur die ganze Zeit darüber nachdenkst, eine Telefonnummer zu bekommen, dann verpasst du ja das Gespräch, was du mit ihr hast, weil du so vernachlässigt auf diese Telefonnummer bist und egal, was dann dabei rumkommt, du fühlst dich schlecht, weil du eben gar nicht dich auf das Gespräch einlassen kannst und Frauen merken das, wenn du bei der Sache bist oder ob du schon 5 Schritte weiter bist oder irgendwo anders mit deinen Gedanken. Wenn du dich also darauf fokussierst, einen interessanten Menschen kennenzulernen, dann ist die Telefonnummer auch nur ein Mittel zum Zweck, wenn du merkst, hey, die scheint cool zu sein, das harmoniert hier gerade irgendwie, lass uns doch gerne weitermachen, dann kann die Telefonnummer ausgetauscht werden, einfach nur zu dem Zweck, um sich entsprechend für ein weiteres Date zu verabreden. Und von der Telefonnummer hast du sowieso nichts, wenn du keine Connection mit der Frau hast. Wenn du also eine Frau siehst das nächste Mal, die dir gefällt, dann geh einfach auf sie zu, wag den ersten Schritt, weil wenn du es geschafft hast, hinzugehen, dann hast du schon gewonnen. Nämlich du hast deinen inneren Schweinehund besiegt und hast eine Frau angesprochen. Und damit hast du schon mal 50% mehr Chance, jemanden kennenzulernen, als wenn du gar nicht erst hingehst. So, und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, okay, ich würde das Ganze jetzt wirklich angehen, ich will innerhalb von kürzester Zeit in der Lage sein, Frauen kennenzulernen und dann wirklich auch eine Partnerin fürs Leben vielleicht sogar kennenzulernen, dann haben wir einen Link für dich. Unter diesem Video ist der verlinkt, kannst du gerne einmal drauf klicken und dann kannst du dich für ein Gespräch mit Konstantin oder mir eintragen, wo wir uns dann ganz genau deine Situation anschauen werden, um dir dann einen Schritt-für-Schritt-Plan an die Hand zu geben, wie du das ganze Thema mit den Frauen abhaken kannst und auch wirklich die Frauen kennenlernen kannst, die du wirklich kennenlernen willst. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.